angefangen hat es eigentlich mit einer Konzertreihe vor 50 Jahren, 1966, habe ich das erste Konzert hier organisiert. Und daraus wurde eine Reihe, eine Konzertreihe. Und nach 9 Jahren, wo das Zürcher Festival ausgefallen war, habe ich gesagt, nächstes Jahr mache ich das. Und das war dann 75. Und da wollte ich natürlich vor allem die ganz wichtige Avantgarde holen, Musiker, die noch nie hier waren, die sehr bedeutend waren in der Zeit, die natürlich nicht in dem Sinn kommerzielle Stars waren, aber die waren in der Musikszene drin so wichtig und tonangebend. Und die wollte ich haben und das hat auch geklappt schlussendlich. Dann war ich angefixt. Diese ganzen Tage, diese Energie von den Musikern her, von der Organisation, das Publikum, das so aufgestellt war und uns begeistert sich zeigte. Ich habe nie sowas erlebt. Und das musste unbedingt wiederholt sein. Und da kam ich nicht mehr los davon. Hack in the God, stories of creation, serpents and apes, hack in the nature, biodynamics, biodiversity. Anfänglich hatte ich dann auch meine Mühe, nicht mehr den Job zu haben und diese Verantwortung. Und 2 Jahre habe ich vielleicht gelitten. Es lief ja dann auch nicht gerade so toll. Aber nach 2 Jahren hat es sich auch gefangen und es wurde dann immer besser. Und es ist wunderbar, wie es heute läuft. Und das Programm ist nach wie vor einfach Spitzenklasse. I'm certain of nothing more than your existence. A thousand ants crawling under a log me. Find themselves exposed to my childlike search for you. My cauliflower, I'm eternally destroyed by your love. No longer my eligible for any worker's pension. My friends laugh at me and talk behind my back. They say that you've changed me, and I am. Es gibt gute Werte, gute Bestandenes, aber auch immer neue Entdeckungen hier. Und eine gute Mischung. Der Musiker wird hier sehr gut gepflegt und respektiert. Also die fühlen sich eigentlich durchwegs wohl. Es hat einen guten Ruf unter den Musikern einerseits. Und auch das Publikum, denke ich, fühlt sich eben dadurch auch wohl.